Hallo liebe YouTube-Mitglieder und Freunde der Pfeife. Jetzt ist es soweit. Ich habe ja eben schon ein Vorweg-Video gemacht zur Peter-Lehmann-Pfeife. Und jetzt möchte ich es euch mal im Ganzen vorstellen. Das ist das gute Stück. Und ist Olivenholz, 9 mm. Im Hintergrund läuft der Soundtrack. So muss es sein. Habe ich auch etwas besser angezogen zu dieser schönen Gelegenheit. Natürlich passend, muss natürlich alles passen. Ja, sie ist sehr schön, ich habe sie eben schon mal geraucht, werde sie jedoch nochmal anzünden, nicht die Pfeife, den Tabak. Und ja, das ist einfach nur schön. Ich kann sie mal so in die Kamera halten und ein bisschen drehen. Ist einfach toll, diese Idee mit der Sternkonstellation. Weil ich habe aber das Gefühl, jetzt, wenn man jetzt die Pfeife raucht, dann ist man in so einem kleinen eigenen Pfeifenuniversum und das passt da schon fast wieder irgendwie. Ja, was auch schön ist, ich zeige euch mal was. Und zwar, ich habe ja die Peter Klein Pfeife geholt, das ist auch eine Handmade. Und manchmal, weil vielleicht sind die Mundstücke, die die Leute kaufen, die Pfeifen selber machen, wahrscheinlich irgendwie vom gleichen Anbieter, ich weiß es nicht, jedenfalls passt zufällig das Mundstück von der Peter Klein Pfeife auch hier schön drauf. Und jetzt kann man sogar daraus eine kleine Pfeife zum Mitnehmen machen. Fand ich ganz praktisch und finde ich schön. Irgendwie sieht es so auch ganz nett aus. Etwas kleineres Universum. Gut. Und dabei gab es dann auch noch diesen schönen Stopfer, den der Peter mir noch dabei gemacht hat. Im Universum passt natürlich auch der weiße Mond und sehr schön. Gut, dann fülle ich jetzt mal die Pfeife und zwar hat mir ja der Yogi hat mir einen Tabak gegeben, eine kleine Probe, keine größere Probe und zwar von dem Da Vinci Tabak von DMK oder DTM, ich weiß nicht, irgendwie habe ich es vergessen, jedenfalls ist der Da Vinci Tabak. Den habe ich schon probiert, der schmeckt sehr süßig und sehr schön, so nach Vanille und allem möglichen. Also, und ist im Gegensatz zu anderen Fruchtbomben so richtig toll irgendwie. Also, schon ein außergewöhnlicher Tabak. Kann ich sehr empfehlen und hier auf diesem Wege nochmal danke an den Yogi, danke für den Tabak. Gut, dann beginne ich jetzt mal mit der Füllung. Ihr könnt in der Zeit was anderes machen, ihr braucht nicht... Okay, bin gleich fertig geworden. Nebenbei kann ich ja erzählen, ich bin ja Betreuer und Pfleger im Seniorenzentrum und betreue da auch Demenzkranke. Ganz liebe Omas können ja nichts dafür, dass sie halt so sind, wie sie denn sind. Ist halt eine Krankheit, aber ganz liebe Menschen. Und das letzte Mal saßen wir, da war schönes Wetter, saßen wir draußen und ich habe da meinen Pfeifen angemacht. Und da sagten ganz viele von den älteren Damen, denn Mensch, hier riecht es ja gerade richtig nach Mann. Also und dann, da konnte man wieder sehen so, die ältere Generation, dass die mit Männlichkeit, das heißt ja, jetzt nicht jetzt auch in Sachen Kraft, sondern so mit typisch Männlichkeit irgendwie verbinden die den Geruch von Pfeifen. Und das fand ich eine sehr interessante, ich finde immer die richtigen Worte nicht im richtigen Moment. Ich fand das sehr interessant, das zu erfahren, so dass wie die älteren Leute über Tabakgeruch denken. Jo, ich werde jetzt mal die Pfeife anzünden, sofern das Feuerzeug funktioniert. Ah, ja, manchmal lässt er mich ja hängen. Wieder etwas zu voll gemacht. Geht einfach drüber. Wie gesagt, ein wunderbarer Tabak, der riecht jetzt schon angenehm. So, wir nehmen mal das Feuerzeug. Ich könnte jetzt auch sagen, ich hätte auch einen Streichholz nehmen können. Aber mit Streichholz habe ich eine ganz schlimme Erfahrung gemacht, da kann ich euch gleich noch von erzählen.
Ein richtig schönes Wunderwerk hat der Peter Lehmann hier gemacht. Schmeckt auch sehr schön, besonders man merkt, wie der Ralf auch schon erwähnte, bei dem Olivenholz ein bisschen das Ölige. Aber ich hatte schon mal eine Olivenholzpfeife und das geht mit der Zeit, geht das auch weg. Dann gewöhnt sich die Pfeife an den Tabakgeruch. Ja, sehr schönes Format, man kann schön sitzen. Sehr schön. Ja, zum Thema Streichholz. Ich habe es letztes Mal bei YouTube so ein bisschen durchgesetzt und da habe ich so Tricks gesehen. Und da hat jemand mit seinem Finger gerieben und da kam Rauch aus den Fingern. Und dann hat er erklärt, wie das geht. Und zwar muss man einfach vom Streichholzschäftelchen diese Reibfläche abschneiden, einmal klicken und anzünden. Und dann nimmt man das weg und dieser Rest, der dann übrig bleibt, geht man mit den Fingern drüber und reibt dann langsam an den Fingern und dann kommt dann Rauch. Hat er so erklärt, hat man auch gesehen. Ja, ich habe das dann nachgemacht. Und ich glaube, man muss vorher, wenn man das weggemacht hat, das ein bisschen abkühlen lassen. Ich habe angezündet, weggemacht, gerieben und habe so gemacht. Kennt ihr diese Szene von Dick und Doof von damals, wo der so macht und geht dann hier so ein Feuerzeug hoch? Ich sage euch, das war nicht lustig. Genau das ist mir passiert. Und hier habe ich dann noch so eine Blase, falls man das sehen kann. Und seitdem weiß ich, ich werde nie wieder nach Pfeifentricks suchen, beziehungsweise Feuertricks suchen im Internet und werde das dann nachmachen. Weil als ich so gemacht habe, ging mir in dem Moment ein Licht auf und ich wusste, mach das nie wieder. Ja, das dazu. Einmal an ist, dann ist er an. Musst du das jetzt mal anmachen. Der Tabak ist auch wunderschön, riecht gut und brennt auch sehr leicht ab und einfach und schmeckt auch von dem ersten bis zum letzten Zug wirklich nach dem schönen vanilligen, fruchtigen Geruch. Geruch schmeckt nach dem Geschmack. Mhm. Ja, dann werde ich mich jetzt noch ein bisschen dieser schönen Peter Lehmann Pfeife frönen. Und wünsche euch dann noch einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag, wann immer das auch gerade guckt. Ich genieße noch ein bisschen meine Musik und wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Tag, guten Nacht. Habe ich ja gerade schon gesagt. Naja, ihr seht, ich bin schon in meinem Universum drin und lasst mich jetzt auch nicht mehr stören. Und danke fürs Zusehen. Ciao.